Jo, da sind wir wieder und ein herzlich willkommen zu Sims 4. Ja, da gehen wir wieder zu der Familie Bruzzino hin und schau mal, was da so los ist. Ne? Ja, ich habe mal so ein paar Items noch installiert, mal gucken, ob das geklappt hat. Ein bisschen mehr Outfit, dass wir ein bisschen mehr Auswahl haben bei den Klamotten der Probanden hier. Mal gucken. Schauen wir mal. Alles klar. Hier ist er grad, ist er gerade auf dem Weg zum Bett. Ich weiß gar nicht, ob die letzte Aufnahme geklappt hat. Ich weiß auch nicht, ob diese Aufnahme klappt. Wir werden es einfach ausprobieren. Und wir werden von den Timo das Outfit nochmal anders planen. Oh Gott, das ist hier ein Dreck. Sie schläft aber. Schlafen mit alle. Außer der Babysitter. Der ist wach. Der geht auch nicht nach Hause. Ich meine, der ist gar nicht schlecht, aber warum geht der nicht nach Hause? Der hat doch Feierabend jetzt. Okay, das ist krass. Der scheint auch keinen Schlaf zu brauchen. Der schläft nicht. Der ist immer da. Immer da ist er. Das ist gruselig. So, okay. Was hat die denn für einen Anruf? Das ist zu schnell gewesen. So schnell konnte er nicht rangehen. Achso, die Geschwindigkeit ist wieder normal gedrosselt. Das heißt, jemand ist wach geworden. Wir müssen mal schauen, was mit ihr. Nee, sie schläft doch noch. Aber sie hat Hunger. Aber sie sollte was essen, ne? Was haben wir denn da zu essen noch drin? Nix. Was ist das hier? Na. So. Erstmal das hier. Nein, aufräumen. Das aufräumen und dann sollte sie doch mal was essen. Timo nehmen, Personal einstellen. Personal einstellen? Für den Kühlschrank? Lunchpaket zubereiten, schnelle Mahlzeit essen. So, was haben wir denn da? Ein Joghurt, das wird so wohl. Alles klar. So. Ja, obwohl ich mich eigentlich um sie kümmern darf, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. So. Also, ja. Also, sie hat auch noch ein Hungerproblem. Der Kleine hat auch Hunger. Dann darf er Hilfe. Bad bitten? Nee, Bad. Baden ist noch nicht drin. Essen ist interessant jetzt erstmal. Er träumt von Excalibur, okay. Wir beschleunigen, damit er endlich ausgeschlafen ist und damit wir weitermachen können. Mhm. So. Wir brauchen eine Haushälterin. Wir haben doch eine, ne? Ja, die kommt später. Alles klar. Wir haben ja eine Haushälterin, ist klar. So. Ich schicke auch nicht nach Hause, was soll's. Das kostet mir ja nicht deswegen mehr. Mhm. Rund um die Uhr. Das ist schon, nennt sich das? Eine andere? Wie heißen die? Ich weiß nicht. Da ist sie hier, die ist auch wach. So. Hier ist erstmal ein Joghurt. Jupp. Und er kocht ein Essen. Das ist interessant. Der macht jedes Mal Essen, aber der ist selber gar nicht so. So, oh, der Kleine hat Hunger, so. Ganz miese Stimmung. Ganz, Timo ist ganz schlecht drauf. Ganz schlecht drauf. Hey, pass auf, wie Troller kann man das hier sauber machen mit der Säubern? Ich mach das mal ein bisschen, dass sie so ein paar Sachen doch macht, ne? So ganz autonom reagieren sie halt doch nicht. Na gut, ich wollte, das war eigentlich hier so mein. Was ist denn das da draußen? So meine Auflage eigentlich, ne? So lange spiel wie, bis das nicht mehr geht. Eigentlich habe ich ja so eingegriffen. Hm. Ah, komm, wir müssen ja ein bisschen toleranter sein, ne? Ich wollte halt noch ein bisschen länger spielen. So. Alles klar, was macht denn Timo denn schönes? Timo ist am Essen. Wieder irgend so ein buntes Zeug. Jetzt hat er auch keinen Hunger mehr. Hä? Warum ist der denn böse? Da verstehe ich jetzt nicht, warum der jetzt schlechte Laune hat. Aber das ist ja auch nicht mein Problem. Der gehört ja nicht direkt zu unserem Haushalt. So. Mhm. Ja, hoch geht denn so. Machen wir mal. Rufen Sie mal. Sie will aber gar nicht so richtig, ne? Sie hat ja gar keinen Bock drauf, den Bengel hochzuheben. Hallo? Komm, helfen hier. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Als Betreuer, nein.
Lalalala. Ne, da ist nix. Den kann ich. Hochbitten. Hochbitten. So, nochmal. So, wenn wir das dann haben, dann planen wir mal das Outfit ändern, spielen. Outfit planen, genau. Das wollte ich mir nochmal gucken, ob da jetzt das funktioniert hat. Ich habe so einige runtergeladen. Achso, die Link. Gucken, wenn ich dran denke, werde ich das natürlich verlinken, ist klar. So. Okay. Da stiefelt er los. Weil der Froschanzug gibt mir auf die Eier. Aber das war so das einzige Außergewöhnliche außerhalb der Standards. Da hätte ich das genommen. Mal gucken wir mal, ob wir dann etwas anderes hinbekommen als so ein Froschding. Alles klar. Hm. Ja, das ist schon besser. Und das hier? Pop. Ja, das ist schon besser. Oder den hier? Das ist auch nicht schlecht. Das ist jetzt Schlafensachen, genau. Das hier ein bisschen ungeeignet für Schlafen. Finde ich. Das ist auch süß. Und den hier? Also man kann hier verschiedene Farben, ne? Also so, ne? Verschiedene Farben gibt es davon. Ja, das ist aber nicht so schön. So gestreift, nein, das hier? Hä? So. Aber da gibt es keine Farben zu? Doch, gibt es auch Farben zu. Haha, super Ben. Aber drehen kann ich das nicht. Das ist ein bisschen verpackt. Na doch, das dreht doch. Na? Oh, gut. Also gefällt mir das hier besser. Oder hier? Pikachu, ne? Pikachu ist das ja. Das ist auch süß. Pikachu Outfit. Gucken wir, was wir noch haben. Aber den hier noch. So, die Auswahl ist schon viel größer, viel besser. Ich weiß auch nicht, warum sie da so wenig Auswahl machen. Nee, Miezekatze. Okay, das war's aber schon an Schlafanzügen, ne? Ja, ich so sehr, welche jetzt mir das am besten gefällt. Natürlich so. Ein Tiger und die Zebra. Zebra-Look. Zebra-Look. Ne, wie finde das? Pikachu ist lustig. Ja, das. Ein bisschen gucken, ob wir mal andere Farben noch nehmen. Ganz weiß, das ist ja scheiße. Alles in ein. Achso. Gibt es irgendwie. Ach, hier ist ein Flecken drin. Hier gibt es noch andere Farben, okay. Nee. Ein Teddybär. Auch nicht, ja, da gibt es wahrscheinlich auch Pikachu. Wenn ich gelb nehme, ist der Pikachu wahrscheinlich wieder, ne? Jupp. Der erinnert den anderen Pikachu ganz, ne? Augenblick, der sieht so aus. Und der sieht so aus. Wer sieht besser aus? Ne, sieht der hier besser aus. Ist ein bisschen mehr Aufwand, ne? Den. Ich finde aber, das sieht süßer aus hier. Aber natürlich. Wie er ist. So. Die natürlichsten Sachen sind halt einfach einfacher, schöner. So. Die Alltagskleidung haben wir da noch. Die bewegen können. Hat er das derzeit? Das ja auch nicht schlecht war. Auch ein paar dazu gekommen. Dann haben wir jetzt den hier noch. Mhm. Den war ein bisschen modisch, oder? Zurück. So. Dann haben wir ja Kostüm hier. Wieder so ein Frosch, das wollen wir aber nicht. Frosch haben wir. Oh, Schnauze voll. Kein Frosch mehr haben hier, so. Kein Frosch. Was ist da passiert? Hier ist irgendwas schief gegangen. Ah, da ist das. Da hängt das da schief dann, ne? So ein bisschen außerhalb der Kiste hier. Das ist auch nicht schlecht. Ich finde das hier niedlicher und detailreicher. Das hier ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir gut schon. Das gefällt mir schon sehr gut. Dann hatte ich eigentlich letztendlich nochmal die Schlafanzüge. Dann haben wir den hier nochmal. Der ist auch nicht schlecht.
Den, also ist beides dasselbe. Das hier sieht ein bisschen detaillierter aus. Flimmert allerdings auch ein bisschen hier. Sonst gleich, ne? Ja, das ist ein bisschen. Das war detailreicher. So. Genau. Ja, sonst ist hier nichts. Okay, da muss reichen. So ist es schon, okay? Ja. Den nimm mal so. Okay. Tschüss. Schuhe sind aber kacke. Schuhe sind aber kacke. Was haben wir, eine andere Schuhe? Ich habe keine anderen Schuhe. Ups. Ich muss noch ein paar Schuhe installieren, sehe ich gerade. Die Schuhe müssen ja passend sein dazu. Und eben gar keine Schuhe. Ja, Schuhe müssen es sein irgendwie. Aber es passt irgendwie gar nicht. So. Was steht da? Rock? Rock my baby. So. Gut. Achso, wir haben noch die Möglichkeiten, das irgendwas zusammenzustellen. Das ginge auch. Das ginge auch. Hier ist eine Jeanshose. Da muss man allerdings ein Oberteil noch haben. Oder sowas. Das ist doch auch nicht der, dass die Schuhe immer noch gewechselt werden. Bei Sims 3 konnte man mehrere Kombinationen speichern. Was haben wir dann noch? Was war das jetzt, ne? Ne, ist ein anderes. Das ist ja auch für Mädchen. Oder einfach nur so. Sehr sparsam. Das gibt dann verschiedene Farben. Das ist nur heller und dunkler. Ich hatte es gerade. Das ist aber für Mädchen. Wenn ich mich in die Jeanshose, ist das ja Ausgeh-Outfit. Da brauchen wir noch ein Oberteil. Oberteil. Das waren ja die ganzen Kombis. Dann Oberteile. Hab. Na, siehst du. Das ist auch schön. Ja. Dann passen die Schuhe auch gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und das hier. Was ist das denn hier für ein Tag? Ausgehkleidung, und das hier ist Abendkleidung. Aha. Ausgangskleidung. Okay. Was haben wir hier dafür? Ein Outfit, fertige. Ja, okay. Weiß ich auch nicht so genau. Ja, ihr könnt es ja in die Kommentare posten, wenn ihr da irgendwas gesehen habt, was viel besser gehen würde. So, Kleidung oder auch da eher so was selber zusammenbauen, was freieres aus Kleidung. Andere Farbe. Ja, das ist sehr mädchenhaft. Haben wir eine andere Farbe? Ja, eine Farbe blau. Das ist aber auch so mädchenhaft, ne? Auch die Farbe ändert da nicht so viel. Nö, ist auch alles sehr. Das ginge vielleicht. Das ginge vielleicht hier. Das ist aber irgendwie langweilig. Oder hier? Das? Also was? Das ist auch niedlich. Hüpf. Also hat er gar keine Windel an, ne? Sieht aus, wenn er gar keine Windel hat. Ja. Das hatten wir schon, oder? Das? Aber, hoppla.
Ich war noch nicht fertig. Das wird einfach nur drehen. Aber das ist hier Ausgangskleidung, ja, ausgehen. Das ist ja nicht so toll geeignet. Weil das hatten wir schon. Ich will nicht Sachen wiederholend benutzen. Das ist auch nur so eine. Was heute ist langweilig. So. Das ist echt. Die blaue Variante. Da ist irgendwie noch ein bisschen, wenn ich mal ein bisschen rüschen da an den Seiten, das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie doof. Das war ja auch schon. Jesus haben wir. Da tut sich gar nichts. Doch, da tut sich was. Ah, doch. Von Helligkeit kann man da noch was ändern. Weiß ich noch nicht. Was haben wir hier so? Nee, das hatten wir ja schon. Und das hier vielleicht. Das sieht ganz gut aus. Jo. Das kann man doch gut nehmen. Da passt doch. Wunderbar. Dann haben wir das. Haben wir mal neue Outfits bekommen. Dann übernehmen wir das mal so, wie es ist. Alles klar. Hab. Okay. Haben wir es. Da haben wir es. Alles klar. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich muss sehen, dass ich die Zeit nicht überschreite. Wunderbar. Alles klar. Da ist er jetzt. Genau. Outfit. Er muss ja mal auf Toilette. Geht er alleine? Er geht alleine. Jetzt war allein rauf. Er sitzt da und hat sein Buch vor sich liegen. Okay. Hast du ihre Hände? Ja, macht sie. Und er jaucht da rein. Oh Mann, Igitt. Das ist schon wieder widerlich. Aber guck nochmal nach. Ja, muss mal gucken gehen, ob das geworden ist. Tut schön. So, alles klar. So, sie räumt das Buch weg. Da, oh, warte mal. So, pass auf. Freundlich. Zuschauen, schauen wir mal zu. Mal sehen, dass wir die beiden hier noch ein bisschen festigen vielleicht. Weil die müssen wir mal ein bisschen länger zusammenlegen. Oder wie bist du da ja auch nicht abhaut? Er guckt ja zu. Er guckt ja tatsächlich zu, einfach. Okay, das bringt aber irgendwie, was bringt das aus? Aha. Freundlich. Nachttisch bin, nein, liebe vorm Arm. Komm, mal das mal, komm her. Machen wir die beiden mal ein bisschen, ne? Also erst so 50%. Was sagt ihr noch mehr? Knuddeln, wir gehen noch, knuddeln geht noch. So. Freundlich. Vielen. Also das in der Stadt findet ein Geekcon statt. Klicke auf eines der dynamischen Schilder in der Stadt, um mehr zu erfahren. Okay. So. Hey, oh, das ist groß geworden. Ach nein, da muss ich seine Kleidung wieder neu planen. Oder? Nein, doch nicht groß geworden. Nein, gut, alles zurück. Ist doch nicht groß. Das sah ihm so aus, als wenn er. Mann. So. Spielen hat sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Da scheint beiden Spaß zu machen. Sehr gut. Okay. Ja, oben durchweg hier 24 Stunden Babysitter haben wir. Ist unser Budget noch nicht aufgebraucht. So. So. Wollen wir nochmal
freundlich, liebevoll umarmen, freundlich. Geschichtenhilfe, so. Alles klar. So. Das läuft doch. So. Okay, da haben wir es, ja. Was erzählt denn da bloß? Seife? Was ist das? Seife oder was ist das? Sieht noch Seife aus. Oder so ein Glipperblock. Keine Ahnung. Hm? Geht es nicht weiter? Warum nicht? Tanzhilfe, ja. Ja. So, komm hier, tanzen. Aber so richtig voll bekommen haben wir es noch nicht. Hochbilden uns die falschen Steuerungstasten. So, komm. Mal den Radiosender wechseln, ne? Sender wechseln. So, so, Kinderkanal. Na, auf geht's. Natürlich. Siehst du ja, dann geht's los hier. Komm, tanzen. Na komm. Tanzhilfe. Hopp. Und er hat wieder also bewegungstechnisch was getan. Das ist gut. Okay. Ja, warum? Was hat er wieder geschafft? Irgendwas ist wieder angestiegen. Das bewegt die Bewegungsmechanik wieder an, ja, genau. Aber irgendwie macht sie nicht so richtig mit. Jetzt geht los. Okay, ja, alles klar. Sie hat voll abgedanzt hier. Der Mann wurde, sie tanzt wohl wie ein Dinosaurier. Macht dazu singen, okay. Spinnen mag er nicht. Oder mag er spinnen? So. Mehr so kann man leider nicht, das ist schade. Kann nur ein bisschen dichter ran. So. Aber musst du gehen, ne? Wir haben ja umfangreiche Bewegung. Mit Drehung jetzt sogar. Schön. Das ist gut. Hm? Gut, er hat die Spinne und jetzt hat sie die Spinnweben. Okay. Was ist das? Er denkt an das Universum. Sind die ein bisschen jung dafür? Noch mehr. Er tanzt noch ein bisschen, er mag das. Was ist hier, Kaldus? Was ist noch was? Hunger hat er ein bisschen? Okay. Zack. Dann tanzen, dann tanzen. So. Und danach Hilfe, bitte, Essen bitten. So. So, sie tanzt jetzt alleine. Okay, ja, kein Bock mehr. Er hat jetzt Hunger. Er möchte jetzt essen. Okay, dann Hilfe, Essen bitten. So. Bei diesem vollen Schlag. So, Fernseher aus. Vorbei mit Fernsehen. Spaßpegel ist ja so voll hoch. Eine Drehung der Kamera. Da muss ich noch extrem dran arbeiten. Hallo? Essen. Hilfe? Ah, jetzt Charakter. Okay. Hat das Thema Essen angesprochen? Kindersitter. Der Kindersitter mag aber sich jetzt gar nicht kümmern. Also die Reaktionszeit ist ein bisschen langsam, ne? Ein bisschen von der KI so irgendwie wirken sie doch ein bisschen sehr nach so robotermäßig, ne? Also wenig menschlich. Das müssen sie noch unbedingt hinbekommen. Huch, die ist weg. Also sie arbeiten? Nee, das war doch eben. Was ich nicht eben. Stand sie da eben nicht? Ich muss mir das Video nachher nochmal angucken. Ich bin mal eben, stand sie da? Am Tisch? Hm. Okay. Alles klar. Das ist der Kleine, okay.
Ja. So, der Hunger. Gut, das Essen scheint zu munden. Wird diesmal nicht mitgespielt. Das ist ja schon mal gut. So, Energie ist auf 50%. So, dann machen wir ausschalten. So, wir Spaßbremsen. Und dann soll sie ihn freundlich. Lalala. Auswahl, über Kunst reden? Nein. Hilfe! Baden. Baden, muss er baden? Hygiene, Hygiene. Blase ist gut, Hygiene ist gut. Hilfe, nein. Okay. Schlafen, Nickerchen machen, sitzen, Geschichtenzeit. Geschichtenzeit. Von ihr. So. Geht das? Kommt sie? Ah, sie geht los auf jeden Fall. Das sieht gut aus. So, Geschichtenzeit. Mal gucken, vielleicht schläft er auch dabei ein. Energie ist ja schon sehr weit runter. So. Alles klar. So, Geschichtenzeit. Vielleicht sollte ich mir mal so kleine Geschichten hier legen und dann auch die Moment Geschichten vorlesen. Ich bin nicht so ein guter Geschichtenvorleser, das ist so ein bisschen das Problem. Und dann gibt es ja auch mit den Urheberrechten immer so Probleme. Wenn ich dann tatsächlich eine Geschichte vorlese. Vielleicht nur so ein Ausschnitt oder so. So. Jetzt schläft der Kleine schon. Nee, schläft noch nicht. Sie lacht. Sie hat Ideen. Jetzt schläft der Kleine. Okay. Ja, okay, da war es dann auch wieder für heute. Huch. Ja, jetzt wo der Kleine schläft, können wir diese Folge ja beenden und ja, mal schauen. Dann bis demnächst. Ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt. Sonst sehen wir uns bei der nächsten Aufwachphase. Ciao.